Montag. Der Podcast zum Mitreden. Herzlich willkommen und ich meine herzlich willkommen. Es ist Weihnachtszeit, wenn wir das hier aufnehmen. Weihnachten wird vorüber sein, wenn Sie uns zuhören. Und wir beschließen das ereignisreiche Jahr 2021. Ich hoffe, in irgendeiner Weise auch mit einer guten Note, mit einem guten Punkt und einem guten Nachhall. Nichtsdestotrotz, natürlich werden wir auch in dieser letzten Sendung darüber sprechen, über das, was eigentlich dieses Jahr bezeichnenderweise ausgemacht hat, auch als Pandemie, ja auch, sage ich. Es war trotzdem auch ein arbeitsames, ein liebevolles und ein humorvolles Jahr. Wir werden versuchen, das zu beweisen. Montalk, der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Einfach mehr Wissen zu Themen, die das Land bewegen. Immer am Puls der Zeit und mit exklusiven Studiogästen. Meinung haben und darüber reden. Alle zwei Wochen neu und jederzeit abrufbar. Finanziert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammern. Wir sind heute mein Gast, Markus Wieser, seines Zeichens Präsident der Arbeiterkammer Niederösterreich, mein Freund, mein Arbeitgeber, mein Vertrauensmensch, der mir vor wie lange, Markus, wie lange sind wir? Über 2 Jahre, glaube ich jetzt, gell? Über 2 Jahre, ja. In der Pandemie. In der Pandemie sind wir eingestiegen. Vor Beginn, siehst du es. 2 Jahre. Ja. Ich bin schon, genau, wir waren gerade dran und dann ist es gekommen. Ja. Ne? Also, dann nehme ich doch gleich die Gelegenheit wahr und bedanke mich mal ordentlich und aufrichtig auch im Namen meines Teams, das auch dein Team ist, für das Vertrauen. Bist du denn soweit so gut zufrieden mit uns? Selbstverständlich. Das war jetzt... Weil wir uns auch heute noch unterhalten. Und ja. Das ist die Voraussetzung, dass man zufrieden ist. Ja, das ist wahr. Wiewohl ich diese Schrecksekunde mitbekommen habe, vielleicht schneiden wir die raus. Also, herzlich willkommen einmal mehr in der Sendung. Wir schauen zurück, wir resümieren, wir lassen Revue passieren. Und für Sie kann ich nur sagen, dass wir sehr, sehr froh sind, dass Sie uns zugehört haben in all diesen Sendungen und in diesem Podcast. Ich bedanke mich für die vielen, vielen Reaktionen, die meisten davon positiv und nicht verwechseln. Wir mögen auch sehr, wenn Kritik kommt. Nur so können wir lernen, was Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, am Herzen liegt. Für das kommende Jahr hört sich schon wieder Schluss der Sendung an. Aber weil ich weiß, dass ich das immer dann vergesse, mache ich es jetzt. Also für das folgende und kommende Jahr wünschen wir uns noch mehr Reaktion, noch mehr Einmischerei und vor allem Ihre Treue. So, jetzt genug gesülzt. Wir steigen voll ein. Mein lieber Mon Président, sage ich immer so gern. Dear President. Für uns alle war das ein Jahr der Herausforderung, ist ja vollkommen klar, nicht? Jeder musste sich umstellen, sowohl die Menschen zu Hause, Homeoffice etc., da kommen wir später noch drauf, als auch in den Betrieben. Die größte Herausforderung für dich, Markus Wieser, im Jahre 2021, war es der Lockdown auch? War es diese Hin- und Hergerissenheit, stelle ich mir vor, zwischen den vernünftigen Rahmenbedingungen, die ja doch auf die Gesundheit der Mitarbeiter einerseits achten muss und dann die Aufrechterhaltung von Arbeit und Wirtschaft. Wie schwer war dieser Spagat? Ja, es war für niemanden vorstellbar, dass wir, sag ich mal, in 2020 so etwas erleben, ja, wo es begonnen hat. Und natürlich war es schwierig dann, sich vorzustellen, wie lange dauert das oder wie lange begleitet uns diese Situation. Und natürlich war es dann auch die Riesenherausforderung im Jahr 2021, was ja in den nächsten Tagen zu Ende geht,
nämlich wiederum ein Jahr mit oder unter Lockdown und unter Corona-Bestimmungen zu arbeiten. Ja. Und ich habe immer gesagt, es ist jetzt schon die Arbeit durch Arbeitsdruck, durch Voraussetzungen, durch die permanente Präsenz auch der Mitarbeiter auch jetzt in diesem Jahr ja auch passiert. Also wenn man sich die Betriebe ansieht, die meisten Betriebe haben ja gearbeitet. Die meisten Betriebe, wo die Unternehmen natürlich den normalen Betrieb geführt haben, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tagtäglich ihre Schicht, ihre Leistung gebracht haben, mit diesen erschwerten Bestimmungen und Voraussetzungen schon ein zweites Jahr. Das ist die normale Produktionstätigkeit, die abläuft. Ja. Und zusätzlich dann Handel, Dienstleistung, Gesundheit, Pflege. Ein zusätzlicher Druck auf all die Beschäftigten in diesen wichtigen Bereichen noch einmal in diesem Jahr dazugekommen ist. Also wir haben wahnsinnig viel bewältigt. Und vor allem, wenn ich sage wir, dann sind es die arbeitenden Menschen in diesem Land, die ja wirklich die Leistungsträgerinnen und Träger in unserem Land sind. Die erwirtschaften die Wertschöpfung in diesem Land und stellen alles sicher. Also eine Riesengeschichte auch im Jahr 2021, wo wir ja eigentlich alle fast täglich mit neuen Herausforderungen und Situationen überschüttet wurden teilweise. Es wurden Ankündigungen gemacht, die zwei Tage später ganz anders sind. Man beobachtete die Entwicklung des Virus und dann gab es wieder Mutationen bis heute, wo irgendwelche Dinge wo entstehen und dann jeder schaut, wie das nach Europa, nach Österreich kommt. Also, und die Beschäftigten sind in Arbeit, die arbeiten, die müssen in die Arbeit. Also eine riesen Herausforderung. Ja, an dieser Stelle danke. Ich glaube, nichts anderes gilt in dem Moment als dieses eine wichtige Wort. Danke euch allen, dass es uns so gut geht. Nun weiß ich ja von dir, Markus, dass du sehr, sehr gerne in den Betrieben draußen bist. Dass dir das, wenn ich mal das so verraten darf, nahezu das Wichtigste ist, abgesehen von deinem Haus, der AK in St. Pölten, direkt bei den Arbeitnehmerinnen zu sein. War das möglich? Und wenn nicht, wie schwer war es, nicht hinzudürfen? Also wer mich kennt, weiß, dass es für mich der größte Wahnsinn ist. Ja? Weil seit meiner Antritt meiner Funktion bin ich ja jeden Mittwoch, jede Woche in Betrieben in einem Bezirk in Niederösterreich unterwegs. Ja? Ja. Und natürlich war es so, dass ich 2020 weniger Möglichkeiten hatte, auch jetzt 2021 teilweise unterbrochen, wenn Lockdowns gerade wieder beendet wurden, bevor der neue beginnt. Aber es gibt natürlich einige Bereiche, die offen haben und sagen, ja, gerne, wir wollen auch, dass du in dieser Zeit kommst. Natürlich mit all den Bestimmungen, also Abstand, Sicherheit, mit Maske, natürlich dementsprechend geschützt und getestet und geimpft und alles. Aber für mich ist, also der größte Entzug war der Kontakt wirklich in den Betrieben mit den Menschen, weil es wichtig ist, auch in der Situation sein. Und ich würde wirklich alle Betriebe, die das ermöglicht haben, dass ich auch in dieser Zeit bei Ihnen sein konnte, erst, wie gesagt, letzten Mittwoch, vorige Woche genauso. Also das macht schon Freude auch in dieser Zeit. Und da bekommt man so viel zurück, weil man auch direkt vor Ort bei den Menschen ist. Weil man auch wirklich genau diese Fragen ansprechen kann und man sieht wirklich, wie die Situation ist. Und ich habe immer einen Grundsatz, ja, ich sage, ich möchte auch gerne die zweite Frage beantworten können, wenn mir jemand eine Frage stellt. Ja. Denn wenn ich lustig etwas zu sagen und dann vielleicht die Antwort zu kriegen, wie meinen Sie das jetzt konkret? Und dann ist es vorbei. Also für mich ist es nicht vorbei. Und das kann man dann nur beantworten, wenn man eben in den Betrieben ist. Aber natürlich war das die letzten beiden Jahre und auch jetzt 2021 eingeschränkter, als ich es normalerweise gewohnt bin. Also tut wirklich weh, wenn man wirklich gerne vor Ort ist, wenn man nicht kann. Aber natürlich verstehe ich die Situation, weil wir alle aufpassen müssen. Und wenn man die Mitarbeiter im Betrieb schützt, dann ist es logisch, das machen wir auch in der Arbeiterkammer, dass wir sehr vernünftig mit Beratungsterminen umgehen, um die Mitglieder, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu schützen.
Und auch unsere Mitarbeiter. Und genauso ist es in anderen Betrieben, die natürlich betriebsfremde Personen in so einer Zeit nicht gern im Betrieb haben. Also vollstes Verständnis. Und noch mehr Danke, Danke, Danke an die, wo es möglich war, mit all den Auflagen und, wie gesagt, Sicherheitskonzepten, trotz allem die Arbeitsluft und die Welt der Produktionshallen, des Metalls, des Holzes, ein bisschen einatmen und riechen zu können. Das tut schon sehr gut. Ja. da kommt der alte Bergmann durch. Sag, Krise braucht Management. Das erscheint mir sehr gelungen in den Betrieben, wiewohl ich davon ausgehen muss, dass niemand jemals in irgendwelchen Kursen Pandemie-Management gelernt hat. Das war also Improvisation. Wird sich das auf die Arbeit in der Zukunft positiv auswirken? Oder ist es damit vorbei, wenn die Pandemie, so sie je vorbei ist, sein wird? Ich hoffe, dass viele daraus gelernt haben. Mhm. Nämlich in der Richtung gelernt haben, was wir alles nicht haben, wenn wir es nicht selbst auch irgendwo produzieren und sicherstellen, dass wir auch in einer Krisenzeit versorgt sind. Und ich glaube, die größte Herausforderung ist, nicht in die alte Welt zurückzukehren. Die alte Welt ist Geschichte. In der alten Welt haben wir teilweise mit harten Einschnitten sehen müssen, was wir alles nicht haben. Ich denke nur, am Beginn der Pandemie, medizinische Versorgung, Schutzausrüstung, ja, all das bis hin zu FFP2 oder sonst irgendwelchen Masken, wir hatten nichts. Ja. Und ich sage es öfters, was bedeutet das beste Medikament oder Impfstoff oder wie immer, wenn es nicht in Österreich verfügbar ist, weil wir es nicht bekommen. Also ich hoffe, dass viele daraus lernen, nicht in die alte Welt zurückzugehen, sondern zu versuchen und alles zu planen, möglichst vorbereitet zu sein. Und das wünsche ich mir nicht irgendwann wieder irgendwelche Pandemien. Ich meine, die jetzige ist ja noch nicht vorbei. Mhm. Aber man soll zumindest daraus lernen, was brauchen wir eigentlich, um auch diese kritische Infrastruktur, so schön man sie es ja bezeichnet, auch selbst anbieten zu können und die Voraussetzungen zu haben. Und die sind ja jetzt nun mal geschaffen für alle Zeiten, nicht? Die sollten eigentlich durch die Lehre aus der Geschichte, wie man sagt, ja, sollten sich jetzt viele überlegen, das auch sicherzustellen. Ja. Ja, apropos Lehre aus der Geschichte. Was ich gelernt habe, ist, dass es doch einen riesengroßen Unterschied gibt zwischen der Politik und zum Beispiel meinem Beruf. Politik ist eben nicht Entertainment und Entertainment vor allem ist nicht Politik. Hast du, wie ich manchmal den Eindruck gehabt, in diesem Jahr vor allem, dass das Virus ideologisiert wurde, dass es Kräfte gegeben hat, die außer der Bekämpfung des Virus noch etwas anderes damit vorhatten und, ich will jetzt mal vorsichtig sagen, in Klammer Gott sei Dank gescheitert sind? Natürlich ist es in der heutigen Gesellschaft so, dass Anlässe oder was immer passiert und auch Pandemien dazu verwendet werden, seine sich selbst geschriebene Geschichte irgendwo zu verbreitern oder auch natürlich viele Leute damit zu gewinnen, einfach irgendetwas nachzureden. Ja? Der beste Grundsatz für uns als Interessensvertreter war immer der, dass wir gesagt haben, wir beurteilen jede Regierung und Regierung, das steckt ja schon in dem Wort drin, dass sie regieren sollen. Ja. Da muss man Entscheidungen treffen. Da muss man ja für die Republik, wie bei uns in Österreich, auch Entscheidungen treffen. Und ein jeder politische Mensch möchte ja auch ernst genommen werden. Also wenn man etwas sagt, dann muss man ja davon ausgehen, dass es auch von dem Volk, von den Menschen aufgenommen wird und angenommen wird. Und wir als Interessensvertreter sagen immer, wir beurteilen jede Regierung, egal wie sie sich politisch zusammensetzt, beurteilen sie danach, was sie bereit sind für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu leisten. Und da muss ich sagen,
Es ist ja schon schwierig, die einzelnen Minister oder Kanzler noch zu wissen in den letzten Jahr. Aber trotz allem ist es immer so, dass sie nicht wirklich für Arbeitnehmer und für die Arbeitnehmer entschieden haben. Auch schon vor der Pandemie, wenn man die Verteilung des Einkommens ansieht, wer für etwas herhält und etwas bezahlt. Die Arbeitnehmer sind die wahren Leistungsträger in unserer Gesellschaft. Ja? Und es gibt viele andere, die auch dazu beitragen sollen. Also das ist die größte Herausforderung, die jetzt nach dieser Pandemie kommt. Ja? Weil koste es, was es wolle, war schnell gesagt. Ja? Die Frage ist am Ende des Tages, wer zahlt die Zeche? Mich ist klar, es können nicht die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, nur weil wir die meisten sind, die sind, die das bezahlen. Da gibt es auch andere, die ohne menschliche Arbeit, ja, Vermögen erwirtschaften. Ja. Künstliche Intelligenz, Maschinen, Robotik, andere Geldwerte, die wiederum Geld erwirtschaften, die müssen auch in das Sozialsystem dementsprechend beitragen, um diese Geschichte stemmen zu können. Ja. Das ist keine ideologische Frage, das ist eine mathematische Frage. Wie lange geht sich das noch aus und wer bezahlt dann am Ende des Tages das, was wir erst ausgegeben haben? Also das läuft unter Verteilungsgerechtigkeit. Ist das mittlere V deiner berühmten drei Vs? Zuvor hatten wir die Veränderung der Arbeitswelt schon betroffen, die ja auch präpandemisch schon lang begonnen hatte mit Digitalisierung, vor allem Globalisierung etc. Das heißt, wir werden dann im Zuge unseres Gespräches auch das erste V, die Versorgungssicherheit, noch besprechen. Haben wir gelernt? Das heißt, was ich meine damit ist nicht nur, wie mit solchen Situationen umzugehen ist, sondern haben wir auch gelernt, dass wir uns verlassen können, und zwar aufeinander. Hast du den Eindruck, dass in der Krise wieder ein Zusammenrücken stattfand? Wenn ich es interessenspolitisch für die Interessensvertretung der Arbeiterkammer deute, dann sehr wohl, weil im August dieses Jahres, also da war schon über ein Jahr, kann man sagen, die Situation mit Corona, der Vertrauensindex, der abgefragt wird alle 2 Jahre. Ah ja, ich erinnere mich. Eines der höchsten Werte, wieder 1 Prozentpunkt plus für die Arbeiterkammer. Platz 3, also erster Platz die Polizei, klar. Zweiter Platz die Bundesverfassung, 3. Platz Arbeiterkammer. Also wir finden in den ersten 10 Positionen nur Blaulichtorganisationen und die Arbeiterkammer. Das heißt, bei der Frage, wen vertrauen Sie und wen vertrauen Sie nicht, das ist ganz eine einfache Frage, war die Voraussetzung, die Interessensvertretung, die Arbeiterkammer, den Menschen, die dort tätig sind, denen vertraue ich. Und das ist für uns ein Riesenansporn, eine Riesenfreude, aber auch eine Riesenaufgabe, damit ganz, ganz vorsichtig mit diesem Vertrauen umzugehen. Denn man sieht, was in dieser Zeit jetzt passiert, dass es schnell weg sein kann. Und es bewegt sich alles, es ist alles im Fluss. Ja? Es ist heute der, morgen die, übermorgen wieder der, ja? Und die anderen sind vergessen. Aber was stabil ist, ist die Interessensvertretung. Also wenn man so sagt, wir schreiben auch Geschichte und das schon über 100 Jahre. Ja. Ja? Und es ist noch immer nicht alt. Es ist so, dass die Interessensvertretung, die Arbeitnehmer immer ihre Interessen auch gut kommunizieren konnten, ihre Anliegen. Und auch wir müssen immer den neuen Herausforderungen Rechnung tragen. Aber die Vertretung, die Anliegen der Arbeitnehmerschaft ist immer der Fokus, der wesentliche Punkt. Auch schon früher gewesen, heute natürlich mit all den Veränderungen noch mehr. Aber das Vertrauen ist da und deshalb ist mir so wichtig, cool, dieses Vertrauen wie eine Pflanze zu halten, ja? Dass wir wirklich immer schauen, dass dieses Vertrauen sich auch noch weiterentwickelt. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig, dieses Vertrauen auch so zu sehen und nicht zu gefährden. Gut, und jetzt klingt das alles sehr
harmonisch, was wir hier besprechen und so weiter. So war es ja wahrlich nicht. Also Stichwort Kurzarbeit. Das kam ja quasi über Nacht, schien und war auch logisch, ist aber trotzdem das Resultat von vielen Kräften, unter anderem eure. Erzähl doch mal. Ja, also nicht nur unter anderem, sondern wir waren federführend. Mhm. Die Kurzarbeit ist eben eine Geschichte der Sozialpartner. Und die Kurzarbeit zu Beginn nach dem März, nämlich mit April der Umsetzung, ist über ein Wochenende entstanden, wow, in der Sozialpartnerschaft. Das heißt, Gewerkschaften, die betroffen sind in den einzelnen Produktionsbranchen, mit Unterstützung der Arbeiterkammer und natürlich der Wirtschaftskammer, die die einzelnen Bereiche und Branchenbereiche repräsentieren, haben sich relativ rasch auf das Kurzarbeitsinstrument geeinigt. Wenn man denkt, im Mai 2020 waren 1,2 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Stellen wir uns vor, die würden alle arbeitslos gewesen sein. Also man will sich das nicht vorstellen. Ja? Aber natürlich ist jeder Betroffene auch in Kurzarbeit mit Einschränkungen des Entgeltes betroffen. Ja? Und wenn die Kurzarbeit länger anhält, natürlich ist ein Einkommensunterschied von bis zu 20%, das war auch so, natürlich merkbar in einer längeren Zeit. Ja. Ich sage immer, es hat sich die Miete nicht um 15-20% verringert. Es hat sich die Energie nicht verringert. Es sind auch die Lebensmittel nicht billiger geworden. Ja? Aber stellen wir uns vor, es wäre dieses Instrument der Kurzarbeit nicht von den Sozialpartnern geschaffen worden, ja? Dann hätten wir diese Summe an Arbeitslosen mehr. Also ich möchte mir das nicht vorstellen. Ja? Also es ist nicht einfach, es war nicht leicht für die Betroffenen. Es gibt Betroffene, die sind wirklich schon Monate, um nicht Jahre, eigentlich kann man schon vorstellen, es gibt Betroffene, die sind schon über ein Jahr irgendwo in Kurzarbeit. Ja? Mhm. Da müssen wir aus dieser Pandemie irgendwie heraus. Aber das ist die Unterstützung, die unseren Sozialpartnern gelungen ist. Und das ist relativ rasch. Und das zeichnet auch, das muss man sagen, die Sozialpartnerschaft in Österreich aus, die sonst in Europa so nicht gelebt wird, wie in Österreich. Und sind wir froh, dass wir in Österreich sind. Jetzt will ich nochmal wiederholt wissen, habe ich das richtig gehört? An einem Wochenende wurde das erarbeitet? Wie oft, jetzt wirklich, ehrlich, Hand aufs Herz, wie oft musstest du da wirklich mit der Faust am Tisch schauen, und zwar wörtlich in dieser Zeit? Also ich persönlich musste mit der Faust gar nicht am Tisch schauen. Ja? Weil natürlich diese Interessen auf zentraler Ebene gestaltet werden. Aber natürlich im Land selbst, in den jeweiligen Bundesländern, sind auch wir verantwortlich, mit den Betriebsräten das Ganze zu entscheiden. Es bedarf auch einer Betriebsvereinbarung. Es bedarf Vereinbarungen im Unternehmen, wo es einen Betriebsrat gibt. Wir haben aber auch geschafft, die Kurzarbeit in Unternehmen umzusetzen, die eine geringere Anzahl an Beschäftigten hatten. Ja. Ich will nur eine Zahl nennen, dass man es ein bisschen vergleicht. Kurzarbeit, das Instrument, gibt es ja in einer Normalität ja auch. Aber wenn wir hergehen in der Zeit zwischen 2008 und 2010, wo wir die Wirtschaftskrise hatten, hatten wir in Niederösterreich gesamt 140 Kurzarbeitsvereinbarungen. Ja? Voriges Jahr im Mai hatten wir 1600 mit fast 200.000 Betroffenen in Niederösterreich. Und wenn man weiß, dass man rund 600.000 Beschäftigte hat, dann waren ein Drittel in Kurzarbeit und noch einmal 80.000 arbeitslos. Also nur, dass man weiß, was das bedeuten würde, wenn alle arbeitslos geworden wären. Also dieses Instrument ist wirklich ein hohes Gut. Und da muss man auch immer schauen, dass man sich auf die jeweiligen Herausforderungen auch immer anpasst. Und das ist natürlich in der Vollziehung dann auch in den Bundesländern mit den Betriebsräten im jeweiligen Land auch zu organisieren. Ja. Nun kenne ich dich, lieber Markus, Herr Präsident, als sehr emotionalen Menschen. Anders geht es wohl auch nicht. Die Ratio muss ohne dies stimmen, aber ich denke, um das letzte Ötzel bei dieser oder jener Regelung herauszuholen, müssen Emotionen bedient werden. Welche Geschichte hat dich als emotionaler Mensch im vergangenen Jahr eigentlich
am meisten bewegt? Gibt's da was? Natürlich, alles, ich sage mal grundsätzlich alles, was Arbeitnehmer betroffen hat in dieser Herausforderung. Aber wenn man weiß, dass Gesundheit ja eigentlich alles ist, ja, und ohne Gesundheit ist alles nichts, ja, dann ist es natürlich emotional ein Wahnsinn, wenn man sich mit Situationen auseinandersetzen muss, wo man eben Corona und all die Bedingungen nicht ausblenden kann. Das kann man nicht. Ja. Es ist so schon nicht einfach immer jeden Tag, ja, mit all den Belastungen, mit der Arbeitszeit, mit der Verdichtung der Arbeitszeit, mit all dem, was Mitarbeiter erleben, dann noch diese Geschichte drüber zu legen, ja, wo es sehr emotional wird, wo man schützen muss, dass unsere solche Krankeneinrichtungen und vor allem die Intensivbetten und so weiter von der Belegung her nicht überbordet werden. Und das, was mir wirklich, kann man sagen, am nächsten gegangen ist, es ist zwar von Arbeitnehmer ein bisschen weg, aber wenn man die Triage, nämlich wer die Unterstützung bekommt bei Kindern und Jugendlichen, was unsere Zukunft ist, entscheiden muss, wer jetzt intensiv betreut wird, ja, in der Kinder- und Jugendheilkunde und wer noch zu Hause ist. Also diese Triage, also wer hat den Vorzug, den man eigentlich bei Erwachsenen verhindern wollte, bei Kindern anwendet, die aber noch die gesamte Zukunft haben. Also das ist mir in der gesamten Arbeitnehmersituation zusätzlich in der Gesundheit sehr, sehr nahe gegangen, weil ich ja generell alles, was Kinder- und Jugendgesundheit betrifft, auch emotional persönlich verbinde. Also diese Entwicklungen sind wirklich, die stellen dich teilweise an Situationen, wo du nicht weißt, welche Entscheidung, welche Reaktion, ja, eigentlich die beste wäre. Ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Zeitpunkt, um auf unsere Straßenbefragungen zu kommen. Christoph Baumgarten von der AK Niederösterreich war diesmal in Korneuburg unterwegs und hat die Menschen schlicht und einfach gefragt, wie sie das vergangene Jahr erlebt haben. Hier sind die Antworten. Anstrengend, ja. Es sollen es Mehrwerte sein, sonst ist es einfach nur anstrengend. Ich glaube, anstrengend trifft es. Nicht schön, ja, die ganze Situation mit der Corona und immer wieder kriegen wir neue Corona und das deprimiert einfach irgendwo. Eigentlich nichts Besonderes. Puh, anstrengend. Sehr einschränkend und frustrierend teilweise. Wenig hoffnungsvoll. Sehr viel Arbeit durch Corona-Ausfälle der Kollegen. Ich bin Busfahrer, die fahren nach Kroatien auf Urlaub, kommen heim. Und ich habe ein Übermaß an Arbeitspensum zu erledigen, bin völlig erschöpft dadurch. Das ist sehr anstrengend, würde ich sagen, oder? Was erwarten Sie von 2022? Na, hoffentlich eine Besserung. Dass das Corona hoffentlich vorbei wird. Dass Corona weggeht. Ja, dass es besser wird natürlich. Dass das Corona mal einen Schlussstrich macht. Und die Leute ein bisschen mehr Eigenverantwortung haben, ja. Und nicht so viel Falschaussagen und demonstrieren. Also das würde ich mir schon sehr wünschen, ja. Vom nächsten Jahr vermute ich, dass es aufgrund der Omikron-Variante genauso weitergehen wird. Hoffentlich weniger anstrengend. Ich hoffe, dass sich ganz viele Menschen impfen lassen und dass es dann weitergeht. Markus Wieser, Präsident der Arbeiterkammer Niederösterreich. Ich habe jetzt sehr oft das Wort anstrengend gehört. Was hast du noch gehört? Ich habe das gehört, was ich bei meinen, auch wenn sie reduziert sind, Betriebsbesuchen immer gehört habe. Ja. Und auch in den vielen E-Mails und Telefonkontakten, die unsere Mitarbeiter im Telefonpool haben. Also die Palette von anstrengend, von Überlastung, von Ausgleich, weil Teams oder es muss ja gar nicht sein, dass jemand in Kroatien oder wo gewesen ist, sondern alleine mit K1, K2, ja. Kinder kommen zurück, Familien sind zu Hause, ja. Sind in Quarantäne. Also all das spüren natürlich auch die Mitarbeiter und sagen das auch so, wie es ist. Also ich verstehe jede Aussage, die hier auch eingeholt wurde.
von der Bevölkerung, weil es so ist. Und darum bin ich ja gerne bei den Menschen, weil da kommt nichts irgendwo durch einen Filter. Also du kriegst es, wie man sagt, in Österreich cold warm, da geht's ratzfatz und du hast gleich die richtige Ansage, wo du noch gar nicht gescheit guten Tag gesagt hast und gesagt, ich möchte heute bei euch sein. Ja. Aber das ist wichtig, weil das Leben ist. Ja, das muss, du kannst nur, weil du draußen bist, und darum verstehe ich alles. Und darum kann man auch niemanden irgendwo einordnen oder in ein Kästchen setzen und sagen, du musst jetzt so funktionieren. Nein, ich sage es immer wieder, und das ist ein Leitspruch für mich, Menschen sind keine Maschinen. Die kann man nicht irgendwo abdrehen, auf die Seite stellen. Das sind Menschen, die haben ein Herz, ja, die haben ein Hirn, die haben einen Verstand und bringen das zum Ausdruck. Ja, und das funktioniert nur so. Ja. Und darum ist das Miteinander und die Gemeinschaft so wichtig, auch in so einer herausfordernden Zeit. Und alles, was irgendwo spaltet oder in diese Richtung entgegenwirkt, muss man versuchen, auch anzusprechen, nicht die Augen zuzumachen, sondern auch anzusprechen, zu diskutieren, zu fragen, zu überzeugen vielleicht mit Informationen, die der oder die vielleicht noch nicht hatte. Es ist nicht einfach. Ich sage immer, wenn es so einfach wäre, wäre es ja gut. Ja? Mhm. Aber es ist schon auch herausfordernd und man soll sich auch die Zeit nehmen und man soll auch authentisch bleiben. Ja? Also zumindest setze ich das für mich als Maßstab. Ja, ich schließe mich dem an, insofern als ich sage, ich nehme mir jetzt, mag es auch frech sein, ein wenig davon, auch für diesen Podcast, den wir das ganze Jahr über gemacht haben, für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, was eben diese Information angeht, gepaart mit Persönlichkeiten, mit Kompetenz und so weiter. Ich wähne uns da auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir lernen. Ich weiß ja nun auch aus eigener Erfahrung, damit hätte ich nie gerechnet, dass ich mitunter, ich will jetzt nicht sagen, das wäre übertrieben, in eine Depression verfalle, aber traurig werde. Manchmal bin ich richtig traurig und zwar grundlos. Und dann denke ich, was könnte der Grund sein? Und dann kommt es mir natürlich, die allgemeine Situation. Das heißt, um dieser Traurigkeit, dieser Solitude in der Seele der Menschen zu begegnen, ist ja etwas, das uns als Menschen auszeichnet, so wichtig, nämlich die Kultur. Und da ist ja die AK auch weiterhin vorn. Das heißt, ihr habt ja während dieser Pandemie durchaus weitergearbeitet, Sachen ausgebaut, ob das jetzt Sport ist, ob das jetzt Betriebssport und Betriebsmedizin ist. Aber ich komme immer wieder auf die Kultur, der Kultursommer, diese Lackenhof-Geschichte, die sich als großer Erfolg herausgestellt hat und so weiter. Wie wichtig ist dir das als Präsident, Markus? Also mir ist es sehr, sehr wichtig und wir haben auch als Arbeiterkammer die Verpflichtung heraus, aus unserem AK-Gesetz kann man sagen, wirtschaftliche, soziale und auch kulturelle Interessen der Mitglieder zu vertreten. Und du hast es ja richtig angesprochen, ja, als 2020 alles aus war, ja, für die Kulturschaffenden, für die Kultur anbieten, für die Kleinkunstbühnen, für die Gemeindebühnen, in den Wirtshäusern, egal wo, aber auch in den Betrieben, mit unserer Betriebskultur, die wir geschaffen haben, wo wir den Menschen nach Dienstschluss mit ihren Angehörigen die Möglichkeit geben, gemeinsam ein Kabarett, ein Konzert, eine Lesung, ein Musikstück oder was immer zu genießen, das war alles weg. Und weil du den Kultursommer angesprochen hast, ja, es war in Reichenau so 2020, dass die Festspiele, die ja zig Zehntausende, über 40.000 Tickets verkauft haben, auf einmal nicht stattfanden. Das heißt, die Region hat eigentlich eine traurige Zeit erlebt. Die Gastronomie, die Hotellerie, also niemand, kein Kaffeehaus, auch wir mit unserem Parkhotel, wo normal die Gäste sind, waren
schwerstens betroffen, wirtschaftlich auch, weil keine Gäste da waren. Ja? Und das war unsere, ich sage ganz bewusst, Herausforderung, um nicht Sternstunde zu sagen, ja, dass wir den Kultursommer in 1,5 Wochen aus nichts heraus gestampft haben mit 15 Interpreten, Kabarettisten, Künstlerinnen und Künstlern. Und wir haben investiert in einer Zeit, wo alles runtergeht, wo Kurzarbeit war, wo Leute gerade in der Hotellerie, die gekündigt wurden, wo es Insolvenzen gab, haben wir gesagt, nein, wir investieren und wollen der Region, den Wirtschaftsträgern, aber auch den Beschäftigten vor allem eine Perspektive und Unterstützung geben. Ja, und letztendlich hat sich gezeigt im Jahr, dieses Jahr 2021, es war keine Eintagsfliege, im Gegenteil, wir sind heuer noch erfolgreicher gewesen. Yeah. Und ich kann Ihnen garantieren, es wird auch nächstes Jahr so sein. Und ein Grundsatz von mir ist immer, du musst alles organisieren, sonst kannst du auch nichts absagen, ja, wenn wirklich irgendetwas passiert. Die Voraussetzung ist, dass du was organisiert hast. Aber mir ist lieber, wir organisieren und führen auch durch, ja. Aber man muss es so sagen, weil es derzeit immer irgendwie läuft, wo man sich den Dingen ganz einfach anpassen muss. Aber generell will ich damit sagen, es ist wichtig, nicht aufzugeben. Es ist wichtig, sich nicht hinzuknien, zu weinen und alles furchtbar. Wir haben eine Zeit, die ist für jeden herausfordernd, ja. Aber es gibt immer eine Zeit danach. Und wenn wir gemeinsam schauen, wie gestalten wir durch diese Erfahrung, die wir machen mussten und immer noch machen müssen, wie können wir das umsetzen, um die Zukunft zu gestalten? Da gehört für mich auch zum Beispiel die Daseinsvorsorge, die kritische Infrastruktur dazu, dass ich mich auf mögliche Situationen bestens vorbereite. Und damit haben wir auch das Versprechen eingelöst für das letzte V, nämlich die Versorgungssicherheit. Im Übrigen, im Namen aller Künstlerinnen und Künstler, Dankeschön. Danke für diese vorbildliche Arbeit. Es ist ganz wichtig, nicht nur, dass es dort in Lackenhof für uns passiert, sondern dass alle anderen drumherum, alle Player, die das auch sein könnten, sehen, dass es funktioniert und hoffentlich auch nachahmen. Ich läute jetzt mal die Schlussrunde vorsichtig langsam ein, lieber Markus, und sage natürlich, welche Themen, glaubst du, werden uns alle, aber vor allem die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Niederösterreich im Jahre 2022 wohl beschäftigen? Was wird das sein? Ich möchte vorher noch anmerken, Lackenhof ist eine neue Geschichte, die Kultur ist in Hirschwang. Ah ja, genau. Und Lackenhof ist diese Riesengeschichte mit dem Tourismus, aber auch dazu, das ist zum Beispiel in Verbindung mit 3V eine ganz, ganz wichtige. Es geht um Nachhaltigkeit, es geht um Klimawandel, es geht um Möglichkeiten, die dort geschaffen werden sollen, auf alle 4 Jahreszeiten zu gehen, in den Tourismus, in dieser schönen Region, ja, um nicht nur um Skifahren. Wir wissen, dass die Entwicklung im Klimabereich sich entwickelt. Wir wissen, dass sich in den nächsten Jahrzehnten sehr, sehr viel auch tut, was die gesamte Winterlandschaft und den Tourismus betrifft. Also das ist wichtig und das ist genau das Thema, was wir in den angesprochenen dritten V behandeln. Das heißt, wie sieht unsere Zukunft aus? Wie schaut es aus mit der Versorgung von Energie? Wie schaut es auch aus mit den Aktivitäten auf kommunaler Ebene, wo ja die Menschen leben? Ich sage immer, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer leben ja in einer Gemeinde und ich unterstelle jedem positiv, er lebt oder sie lebt dort gerne, sonst würde sie ja nicht dort sein. Mhm. Ja? Also ist es auch nicht egal, welche Voraussetzungen ich dort vorfinde, und das muss auch für die Zukunft gestaltet sein. Die Kommunen, riesen Themen für die Zukunft. Wir wissen, dass es um Nachhaltigkeit geht. Wir wissen, dass es eine Veränderung im Bereich der Jobs gibt. Ja, es gibt Entwicklungen, die wir vielleicht dort und da noch gar nicht ahnen. Aber zumindest sollten wir es zulassen, wenn die Wissenschaft dort und dort Erkenntnisse zieht aufgrund ihrer Forschung,
dass wir uns dorthin entwickeln. Ich sage immer, man muss ja heute Entscheidungen treffen und zum Beispiel auch, was Arbeitnehmer betrifft, sich ausbilden und weiterzubilden. Was ist in den nächsten Jahren gefragt? Wo geht der Weg hin? Wo ist die Nachhaltigkeit auch der beruflichen Aus- und Weiterbildung? Wie kann ich am Laufen bleiben, um auch Einkommen dementsprechend für mich als Arbeitnehmer zu erzielen? Also all das läuft in diese Versorgungssicherheit und kritische Infrastruktur. Und da spreche ich nicht anders, was wir vorher so erlebt haben, auch im Bereich der Medizin, in den Schutzausrüstungen. Was haben wir eigentlich? Und um das noch einmal zu kommen, was ich schon vor kurzer Zeit gesagt habe, was nützt die besten Einrichtungen, die beste Medizin, das beste Medikament, wenn wir es nicht nach Österreich bekommen? Und ich hätte gerne, dass wir diese Betriebe, die in diesen Bereich der nachhaltigen Produktion, wo man auch schaut, dass man die Lieferketten dementsprechend verkürzt, dass man diesem globalen Wahnsinn irgendwo auch entgegenspricht, ja? Dass man sagt, diese Betriebe nach Österreich zu bekommen. Ja? Und mir wäre es natürlich lieber, nach Niederösterreich zu bekommen, denn das schafft nicht nur Versorgungssicherheit, sondern auch Arbeitsplätze in Niederösterreich. Bravo. Und mir sei auch nochmal erlaubt, in eigener Sache zu sprechen. Wir stehen natürlich, wir Künstlerinnen und Künstler, wir Kulturtreibenden zur Verfügung als Übersetzer für die Wissenschaft, für die Arbeitsmedizin, für alle relevanten Informationen, die ja von jenen, die sie erfinden, erarbeiten, erforschen, mitunter sehr schwer sind zu vermitteln. Und daher kann ich nur alle nochmal auffordern, sich unserer zu bedienen. Das gilt für Hirschwang genauso wie für alle anderen Locations, wie zum Beispiel Lackenhof. Mein Lieber, Silvester steht vor der Tür. Ja, und ich persönlich muss sagen, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir das mit den Feuerwerken, und da mögen mir jene, die großen Spaß daran haben, jetzt verzeihen, ein für alle Mal diese Chance nutzen, aus dem Weg zu räumen, bringt nichts, ist alles andere als nachhaltig und, wie wir auch alljährlich erfahren müssen, auch ziemlich gefährlich gesundheitlich. Aber es ist ein guter Zeitpunkt, sich etwas zu wünschen, etwas vorzunehmen, und zwar für uns individuell als auch für Institutionen. Ich stelle diese beiden Fragen dir als Persönlichkeit und als Präsident. Ja, das neue Jahr ist ja immer so, dass es mit irgendwelchen Wünschen oder so verbunden ist. Und überrascht mich die Frage nicht wirklich. Also ich würde mir für die Gesellschaft wünschen, dass man die Diskussionen so zulässt, wie sie stattfinden. Gut. Und dass man sie austrägt. Dass man nicht jemanden eine Meinung aufzwingt, nur weil man glaubt, die eigene Meinung ist die richtige. Und Diskussion ist wichtig. Und wenn es gelingt, danach einen Kompromiss zu finden, der für beide gut ist oder wo der eine oder andere vielleicht seine Denkrichtung und seine Meinung dazu korrigiert, durch Überzeugung, nicht überreden, sondern überzeugen, das würde ich mir wünschen. Und dass man das Miteinander und das Leben in Österreich, und sind wir uns ganz, ganz ehrlich, ja? Also wir leben in einem wunderschönen Land. No. Wir leben in einem Land, ja, und ich habe das schon öfters gesagt, und ich glaube, das sollte es jetzt auch noch einmal bestätigen. Wir leben in einem Land, wo Leute auf Urlaub fahren, wo sie vielleicht die Freizeit genießen. Ist vielleicht jetzt nicht in der Pandemie das Beispiel, aber nur es soll zum Ausdruck bringen. Und sie erleben die tollste Zeit, die man ja in einem Urlaub, in einem Aufenthalt erleben sollte. Aber wenn sie zurückkommen, sagen über 90%, es ist schon wieder schön, zu Hause zu sein. Also es ist doch schön, in Österreich zu sein. Und das wurde ja von Menschen gestaltet. Das wurde ja von der Gesellschaft gestaltet über Jahrhunderte, kann man sagen, dass wir das haben. Und wenn man sich auf das besinnt, was rundherum in der Welt passiert, dann kann man sich glücklich schätzen, in diesem Land zu sein. Und wenn das der gemeinsame Punkt ist, darauf zu denken, dann glaube ich,
wird sich auch so manches vielleicht jetzt dicke Bild korrigieren. Persönlich ja, wünsche ich mir natürlich, dass die Familie gemeinsam Zeit findet, auch in dieser herausfordernden Zeit, also alle Familien eigentlich, wenn jeder sich in seiner Familie wohlfühlt, dass man Zeit nützt, vielleicht das ein oder andere Thema, und wenn man nur jemanden, der natürlich im Familienverbund ist, umarmt, weil man ihn vielleicht länger nicht gesehen hat und jetzt wieder ein bisschen mehr an Kontakt vielleicht verspüren kann, das tut schon gut. Also man sollte nicht Roboter werden oder so. Man sollte, das ist genau, wie gesagt, Menschen sind eben keine Maschinen. Und das wünsche ich mir und wünsche natürlich allen und meiner Familie, meinen Kindern und auch Enkelkindern, auf die ich sehr stolz bin, dass wir alle unsere Gesundheit erhalten. Das ist, glaube ich, das Wesentliche. Und natürlich als Urmetaller, weil du den Bergmann vorher angesprochen hast, natürlich zum Abschluss für 2022 ein herzliches Glück auf. Ein wahrhaft präsidiales Abschlussplädoyer, dem schließe ich mich inhaltlich und emotional voll an. Ich fühle mich als Teil der AK-Familie und insofern fühlst du dich umarmt von mir. Danke für das Vertrauen, danke für euer aller Arbeit. Ich habe viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Arbeiterkammer Niederösterreich kennenlernen dürfen im Zuge unserer Podcast-Serie und ich hoffe, dass das weitergeht. Ich bin wahrhaftig beeindruckt von der Leidenschaft und von dem Wissen, dem unglaublichen Know-how und der Kompetenz dieser Menschen. Also möge es so weitergehen. Und dir wünsche ich frohe Weihnachten, mein Präsident, einen guten Rutsch hinüber ins nächste Jahr. Und ich bin hundertprozentig überzeugt, dass bei den Befragungen im Jahre 2022 die AK keinen Platz verlieren wird. Im Gegenteil, rechne damit, dass du offiziell zu einem Blaulichtunternehmen ernannt wirst, weil es sich einfach so aufdrängt, mein Lieber. Danke dir und gehab dich wohl. Schöne Zeit. Danke auch für dich und deine Familie. Alles Gute. Ja. Dankeschön. Ciao, ciao. Montalk, der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Einfach mehr Wissen zu Themen, die das Land bewegen. Immer am Puls der Zeit und mit exklusiven Studiogästen. Meinung haben und darüber reden. Alle zwei Wochen neu und jederzeit abrufbar. Finanziert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammern.